Schön ist ein Zoom. Ja. Mhm. So, wir testen mal das Mikrofon und Sie sagen mal, ob Sie das da hinten hören. Wenn ich so spreche, hören Sie mich da hinten in der letzten Ecke. Mike, kannst du mich hören? Mike, hörst du mich? Ah, super, okay. Ein bisschen lauter, ich werde natürlich noch selber ein bisschen aufdrehen nachher. Das passt so. Und er hat aufgedreht, wie angekündigt. Herzlich willkommen zu Schule macht Medien Episode 51 mit einer Live-Aufzeichnung vom Forum Medienethik 2023 mit dem Titel Lernen mit KI. Warum machen wir das noch selbst, wenn Maschinen es doch besser können? Moderiert von Linnea Rinsberg. Den Einführungsvortrag, den wir nun gleich hören, hält Axel Dürkop. Die Folien zum Vortrag von Axel sind in den Shownotes verlinkt. Außerdem haben wir es in der letzten Episode schon getestet und es klappt vorzüglich. Wir haben seit der letzten Episode Kapitelmarken und auch heute ist es so. So könnt ihr nur die Kapitel des Podcasts hören, die interessant für euch sind. Vielen Dank an das gesamte Organisationsteam vom Forum Medienethik um Dr. Nina Köberer, die Moderatorin Linnea Rinsberg, an Ecki Brüggemann für die Technik und natürlich an Axel Dürkop. Aber jetzt bitte Ruhe. Frau Rinsberg und Herr Dürkop, bitte übernehmen Sie. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Also herzlich willkommen zu Forum Medienethik Lernen mit KI. Warum machen wir das noch selbst, wenn es Maschinen doch besser können? Ich bin Linnea Rinsberg, ich bin systemische Organisationsberaterin und Coach und Moderatorin. Und habe aber selber mal Journalistik und Philosophie studiert und sehr viel im medienethischen Bereich gemacht und danach auch länger in digitalpolitischen NGOs gearbeitet, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich freue mich unglaublich, heute mit Ihnen hier den Tag bestreiten zu dürfen und Sie so durch den Tag auch zu begleiten. Beim ersten oder fast ersten Forum Medienethik seit 2018 wieder. Wir haben uns hier schon einmal im September getroffen und weil das Interesse so unglaublich hoch war und Sie sich wahrscheinlich für den September schon einmal angemeldet hatten und es so voll war, sind Sie jetzt hier im November angekommen. Leider nicht mehr das Wetter ganz so schön, aber umso schöner, dass Sie es geschafft haben, trotz Grippe und weiterer Corona-Wellen hier zu sein. Das freut uns alle sehr und Sie bekommen ein mindestens so schönes Programm wie die Damen und Herren im September, ganz sicher. Wir wollen uns nochmal fragen, was macht eigentlich Bildung unter den Bedingungen, unter diesen neuen Bedingungen aus? Und wir werden an diesem Tag höchstwahrscheinlich keine finalen Antworten finden, aber wir wollen gern Ihre Fragen aufgreifen und diese auch diskutieren. Und damit kommen wir aber auch zu unserem Input von Axel Dürkop. Er hat Philosophie und Geschichte, in Hamburg studiert und war 10 Jahre als Regisseur, Musiker und Darsteller mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an deutschen Stadt- und Staatstheatern unterwegs. Und seit mehr als 20 Jahren lehrt Axel Dürkop Themen der Informatik aus einer technischen und philosophischen Perspektive. Und aktuell ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU in Hamburg und dort liegt sein Fokus auf der Erforschung und Gestaltung von Offenheit in Forschung, Lehre und Gesellschaft. Und er hat schon zahlreiche, sag ich jetzt mal, Lehrpreise für seine kreativen und nachhaltigen Lehrmethoden bekommen. Und alles, was wir bislang mitbekommen haben, bestätigt das definitiv. Also haben Sie Freude an dem, was jetzt kommt. Nehmen Sie viel mit und nachher gibt es noch die Möglichkeit, kurz auch Fragen an ihn loszuwerden, bevor es dann in die Workshops geht. Axel Dürkop, vielen Dank. Wir freuen uns. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Danke für die Ankündigung und die Vorschusslorbeeren. Jetzt muss ich da hinterher. Nice. Ne? Ist klar. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich über die Gelegenheit, hier mit Ihnen gemeinsam den Tag über Fragen zu stellen, die gar nicht so einfach zu beantworten sind und die möglicherweise im Laufe des Tages mehr werden. Genau, ich fange mal an mit einer Perspektive sozusagen, die ich Euphorie, Kränkung und Verunsicherung
überschrieben habe. Lernen mit KI, warum machen wir das noch selbst, wenn Maschinen es doch besser können? Das Tagungsmotto, so ist es. Und ich würde sagen, spätestens seit der Präsentation des Bildgenerators DALL-E im Januar 2021 ist das Interesse an KI-Systemen in der Öffentlichkeit gestiegen. Computergenerierte Bilder von hoher Qualität, im Stile alter Meister und mit grotesken, humorvollen, irritierenden und abstoßenden Eigenschaften sind seitdem Gegenstand einer Diskussion, die alle Bereiche der Gesellschaft erreicht zu haben scheint. Das geht so weit, dass angesichts der offensichtlichen Potenziale, die in der Erzeugung von Bildern, Tönen, Texten und mittlerweile sogar Filmen liegen, die Relevanz zahlreicher Berufe in Frage gestellt wird, auch im Bildungskontext. Vielleicht fragen Sie sich da auch so Fragen. Lernen mit KI, warum machen wir das noch selbst, wenn Maschinen es doch besser können, lautet der Titel der Veranstaltung. Und für mich, als ich habe ihn nicht mitentwickelt, ich habe ihn gesehen und ich finde, er zeigt natürlich an, dass wir uns in einer Sinnkrise befinden oder mit Freud sagen könnten, vielleicht auch mit einer Kränkung zu tun haben. Stellt KI den LehrerInnenberuf in Frage? Müssen wir Lehrenden uns jetzt eine Ecke suchen, in der wir nur noch das tun, was KI-Systeme uns übrig gelassen haben, da die Schülerinnen und Schüler jetzt zunehmend mit KIs chatten und uns Lehrende gar nicht mehr brauchen? Oder haben wir uns mit diesen Fragen schon auf Prämissen eingelassen, deren Gültigkeit zunächst einmal zu klären wäre? Oder im besten Fall werden wir Lehrenden dringender gebraucht als je? Souverän mit KI umgehen, habe ich den Vortrag genannt. Das heißt vielleicht nicht nur die neuen Produkte, die den globalen Markt überschwemmen, kompetent zu beherrschen, sondern souverän mit KI umgehen heißt auch, kritische Fragen zu stellen, ob das alles so richtig ist, wie es gerade voranzugehen scheint. Und wann KI im Bildungszusammenhang Sinn macht und wann nicht. Betrachten wir beispielsweise die Auswirkungen des World Wide Webs auf die globale Gesellschaft, so hat dessen demokratischer Grundgedanke nicht uneingeschränkt zu einer besseren Welt geführt. Neben vielen Errungenschaften wie dem freien Zugang zu hochwertigen Informationen haben wir aber auch Gewalt, Missbrauchsdarstellungen in Text und Bild, Hassrede, zunehmend das Problem von Falschinformationen und Propaganda sowie eine ausufernde Überwachung. Wie konnte es dazu kommen, wo doch die Idee nach wie vor so überzeugend ist? Alle können in diesem gigantischen Medium lesen und schreiben, was sie wollen und jetzt auch noch mit Unterstützung von KI, mit der sich alles viel schneller erledigen lässt. Im Spannungsfeld von staatlicher Regulierung und Verantwortung des Individuums sind wir zunehmend gezwungen, die negativen Formen des Webs einzuhegen. Welche Rolle spielt Bildung? Welche Rolle spielen wir Lehrenden hier? Und damit möchte ich starten in eine Betrachtung aus drei Perspektiven. Ausgehend vom Darkstuhl-Dreieck, was Ihnen vielleicht bekannt ist, will ich 3+1 Frage formulieren. Zunächst erstmal, wie funktioniert KI? Dann, wie wirkt KI auf Gesellschaft und Individuum? Und dann, wie nutze ich KI, wobei das eigentlich die Überleitung in die Workshops ist. Sie werden sich in den Workshops spezielleren Themen widmen. Und in meinem Workshop, den ich anbiete, wo es um Offenheit zu KI-Systemen geht, möchte ich die Frage stellen, wie kann ich KI mitgestalten? Kann ich das überhaupt und wie weit reicht dieses Gestaltungspotenzial? Als allererstes die Frage, was ist KI? Wie funktioniert es? Was wollen wir darunter verstanden wissen? Und da halte ich mich an die Definition, die der Deutsche Ethikrat 2023 herausgegeben hat, die 3 Unterteilungen trifft. Sie kennen vielleicht schwache und starke KI als Unterteilung. Schwache KI ist möglicherweise nicht so geeignet wie die Unterteilung dieser Bereiche in enge und breite KI. Bei enger KI kann man sagen, handelt es sich um die Simulation menschlicher Fähigkeiten in einer Domäne. Simulation menschlicher Fähigkeiten in einer Domäne. Dabei wird maschinelles Lernen verwendet, was wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Und es geht um spezifische Aufgaben und Probleme. Also klar definierte Aufgabe, eine gewisse Form der Automatisierung. Breite KI, versteht der Ethikrat, will der Ethikrat verstanden wissen, als die Simulation menschlicher Fähigkeiten, die nicht nur domänenspezifisch sind. Und sind, so heißt es dort noch, beschränkt auf sprachliche Ein- und Ausgabe. Die Entwicklungen seit der Veröffentlichung dieses Papiers zeigen, dass es dort multimodale Wege gibt der Kommunikation mit diesen KI-Systemen. Auch das geht schnell weiter. Und starke KI, das worauf ich heute nicht eingehen will, weil es durchaus noch im Bereich des Spekulativen ist, sind möglicherweise perfekte Simulationen menschlicher Kognition oder auch die Vision ist damit verbunden, mentale Zustände, Einsichtsfähigkeit und Emotionen zu erzeugen. Ray Kurzweil ist da sicherlich der Visionär, der diesen Bereich bisher umfassend skizziert hat. Ich will mich den Bereichen enge und breite KI widmen und zunächst einmal
zeigen, was maschinelles Lernen bedeuten könnte. Es kommt also in vielen Bereichen schon vor, Sie können es dort lesen. Es kommt also in der Medizin, in der Pflege vor, im E-Commerce, also Empfehlungsalgorithmen, die Ihnen sagen, was Sie gucken sollen, was Sie kaufen sollen und so weiter. Kann man alles unter statistischen Verfahren fassen, wo Maschinen gelernt haben, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Das meiste davon sind enge KI-Anwendungen. Und es handelt sich immer um einfache statistische Berechnungen. Wir werden später noch eine Abbildung sehen, wo das nochmal deutlich wird, dass, also was das Wasser ist, mit dem da gekocht wird. Interessanter wird es dann schon, weil diese Technik verantwortlich ist für das, was wir heute als faszinierend, irritierend und schockierend erleben, sogenanntes Deep Learning mit künstlichen neuronalen Netzwerken. Sie sehen dort eine Abbildung, die ich gleich, dafür muss ich das Mikrofon kurz aus der Hand legen, das mache ich also ganz konkret gleich, Daten von einer Eingabeschicht an eine Ausgabeschicht durchgereicht werden. Sie sehen auf der linken Seite zwei dunkelrote, braune Punkte, das ist die Eingabeschicht und rechts kommt ein Punkt, das ist das Ergebnis. Dazwischen befinden sich in der vertikalen Schichten, mehrere Schichten, die alle bestimmte Aufgaben haben, wenn Sie so wollen, und die dazu beitragen, das durchgereichte Ergebnis immer weiter zu reduzieren auf eine Ergebnismenge, die wir erwarten wollen. Das sind versteckte Schichten und das Ganze nennt man deshalb ein künstliches neuronales Netzwerk, weil diese Knotenpunkte wie Synapsen miteinander verschaltet sind und aktiviert werden können, je nachdem, wie wir sie eingestellt haben. So. Und das Reinzoomen, das schenke ich mir übrigens, diese Präsentation können Sie im Nachhinein erhalten mit allen Literaturhinweisen. Sie brauchen also keine Fotos zu machen oder auch nicht aufwendig mitzuschreiben. Das steht nachher unter Creative Commons zur Verfügung. Sie können das auch im Schultext-Kontext dann benutzen. Ein Beispiel für Deep Learning, wo man sagen kann, da ist es auf jeden Fall ein großer Gewinn für die Menschheit, ist beispielsweise in der Medizin hier ein Beispiel, was relativ Furore gemacht hat, weil in der Partnerschaft von Ärztinnen und Ärzten und KI-Systemen die Diagnose beispielsweise von Krebszellen, von Krebstumoren einfacher geworden ist. Man hat einer Maschine, einem KI-System umfangreiches Datenmaterial, Bildmaterial von Tumoren gezeigt und hat gesagt, das ist ein Tumor und wenn jetzt neue Bilder an dieses System gegeben werden, kann das System aufgrund seiner Kenntnis der vergangenen Daten sagen, also meiner Meinung nach, sagt das System, es ist zu 90% auch ein Tumor. Und jetzt ist die Ärztin, der Arzt gefragt, das schlussendliche Urteil zu fällen und Forschung sagt, dass damit in dieser Kooperation von Mensch und Maschine die Diagnosefortschritte wesentlich vorangegangen sind. Gute Sache, also dafür ist Deep Learning und die künstlichen neuronalen Netze, die technologische Grundlage. Sie sehen hier nochmal eine etwas abstrahierte Abbildung und damit möchte ich auch den Bogen schlagen zu dem, was für diesen Tag sicherlich auch das Entscheidende ist, nämlich das sind nicht nur Analyseverfahren mit Deep Learning, sondern das sind Syntheseverfahren. Sie sehen auf der linken Seite in dieser Folie ein künstliches neuronales Netz mit dem üblichen Katzen- und Hundebeispiel, eine Lebensaufgabe des Internets, Katzen von Hunden zu unterscheiden. Links tut man Katzen rein und Hunde und am Ende soll gesagt werden, ist es jetzt ein Hund oder eine Katze. So, ne? Also das sind so die Tutorials oder die Anfängerübungen, mit denen man neuronale Netze auch durchspielt. Und Sie sehen auch hier wieder die versteckten Schichten. Das heißt, am Ende kommt sozusagen heraus, das war jetzt ein Hund. Das ist das, was ich vorher schon als KNNs oder künstliche neuronale Netze beschrieben habe. Auf der rechten Seite sehen wir einen Astronauten oder eine Astronautin sitzen auf einem Pferd in der Wüste. Das Foto hat es nie gegeben, es ist trotzdem fotorealistisch. Das heißt, was hier generiert wurde, ist Bildmaterial, was es so nicht gibt, aber es ist auch entstanden mit einer Technologie, die auf Deep Learning basiert. Und es wurden, das haben Sie sicherlich alle schon gesehen oder vielleicht sogar ausprobiert oder haben heute die Möglichkeit dazu, man hat einen Text gegeben an das System und aufgrund des Textes wurden Vorschläge gemacht für Bilder, die das, was in dem Text gegeben wurde, versuchen darzustellen. Sehr gelungen, hier ein Bild, was mit der künstlichen Intelligenz Stable Diffusion generiert wurde. Also wir haben hier neuerdings einen großen Zuwachs bei KI-Systemen im Bereich der Synthese von Daten, des Generierens von Artefakten, nicht nur der Analyse. Nächstes Beispiel, seit dem 30. November letzten Jahres ist ChatGPT in der Landschaft. Da geht es um Textgenerierung. Sie haben hier statt einem Bildgenerator einen Textgenerator. Dahinter steht ein sogenanntes Large Language Model, ein großes Sprachmodell,
dass er auf eine Vielzahl von Fragen antworten kann und damit eher der breiten KI zugerechnet werden kann, weil es kein domänenspezifisches Wissen hat. Wissen hat es sowieso nicht, denn wir müssen sagen, das, was dort rauskommt, ist das Ergebnis statistischer Berechnung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes oder des nächsten Tokens, des nächsten Satzteils, der dort ausgegeben wird, wird sozusagen in Echtzeit berechnet auf der Basis von den Daten, die dieses System schon kennt. Und das ist eine gigantische Menge von Text aus dem Internet, aus verschiedenen Quellen, die diesem KI-System eintrainiert wurde. Und wenn Sie schon mit ChatGPT sich unterhalten haben, dann werden Sie sicherlich den Eindruck gewonnen haben, dass das eine relativ gute Simulation von menschlichen Fähigkeiten ist, die da zurückkommt. Das führt dazu, dass wir vielleicht zur Vermenschlichung neigen. Wir projizieren in diese Maschine hinein, dass da etwas denken könnte, dass da etwas Bewusstsein haben könnte. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von dem Google-Entwickler Lemoine, der nicht wollte, dass seine KI abgeschaltet wurde, ihr am Ende auch einen Anwalt genommen hat, damit sie nicht abgeschaltet wird. Da ist es mit ihm durchgegangen. So überzeugend war der Dialog, den er mit dieser Maschine geführt hat. Wir wissen aber, es sind statistische Berechnungen, die dazu führen, und die sind sehr gut, das muss man sagen. Es ist die Frage, was ist das Neue eigentlich hier? Was ist das Neue? Also, generative KI, okay. KI-Systeme errechnen Wahrscheinlichkeiten für neue Artefakte. Das gibt es mittlerweile auch im Bereich Filme. Ich finde, also wie gesagt, wir haben uns hier schon mal am 21. September getroffen. Seitdem kann man beobachten, dass gerade im Generieren von Bewegtbild extreme Fortschritte stattgefunden haben. Und das liegt jetzt mal gerade einen Monat und ein bisschen zurück. Das heißt, auch hier geht es um Wahrscheinlichkeiten aufgrund von großen Datenmengen. Mittlerweile ist das Erschreckende, dass diese Datenmengen gar nicht mehr so groß sein müssen, sondern weniger werden. Und trotzdem ist die Fähigkeit dieser KI-Systeme sehr beeindruckend. Und es geht eben immer um die Simulation menschlicher Fähigkeiten. Für die, die technisch etwas tiefer einsteigen wollen, sei nur am Rande erwähnt, dass hier die wirklich technologische Neuerung 2017 durch die Formulierung eines informatischen Ansatzes in die Welt gekommen ist, den man den Transformer-Ansatz nennt. Ganz kurzes Beispiel dazu, der Satz, den ich da in die Mitte geschrieben habe, das Mädchen hat das Auto nicht gesehen, weil es zu müde war, zeigt eine gewisse Schwierigkeit, besonders für FremdsprachlerInnen auf, nämlich das Pronomen es könnte sich zurückbeziehen auf das Mädchen oder auf das Auto. Aber unsere Weltkenntnis sagt uns, dass Autos nicht müde werden, zumindest würden wir das so nicht sagen, vielleicht in Zukunft, aber jetzt nicht, sodass es sich auf das Mädchen beziehen muss. Und der Transformer-Ansatz ist in der Lage, solche Spitzfindigkeiten zu ermitteln, weil die hohe Datenmenge deutlich dem System deutlich machen kann, dass in der Verwendung von solchen Sprachkonstrukten das S sich auf das Mädchen beziehen muss und nicht auf das Auto. Und das ist neu, das hat den enormen technologischen Schub gegeben, dass wir Systeme haben, die auf dem sogenannten Transformer-Ansatz basieren. Wen das genau interessiert, ich habe da eine Menge Literaturquellen dazu getan, auch ein Video, wo man sich das erklären lassen kann, was der Unterschied ist zur Wortvervollständigung auf Ihrem Handy. Ja, also das ist ja auch eine Art von Voraussage, funktioniert aber viel einfacher und nicht in der Qualität. Das Zweite, was ich hier dazu tun möchte, ist, dass wir es natürlich schon lange mit globalen Distributionskanälen zu tun haben, und zwar in zwei Richtungen. Dadurch, dass wir eigentlich überall eine Browser-Anwendung aufrufen können und Netz haben, und auch da ist mir natürlich der Digital Divide bewusst, nicht überall auf der Welt, sondern auch da gibt es Gebiete auf der Welt, die davon ausgeschlossen sind. Aber grundsätzlich ist es so, dass die meisten Anwendungen, die heute Einfluss auf unser Leben haben, über den Browser ausgespielt werden. Und die Daten, die wir dort eingeben, fließen wiederum zurück in die Systeme, die in dieser Bidirektionalität das System am Laufen halten. Das heißt, nie war es einfacher, mit bestehenden IT-Infrastrukturen neue Anwendungszyklen auszuspielen, weil das meiste eben auf dieser Infrastruktur basiert. Und jetzt kann man noch beobachten, darum geht es auch nachher in meinem Workshop und vielleicht auch in anderen Teilen des heutigen Tages, viele dieser Modelle und Anwendungen sind frei nutzbar und reklamieren auch hin und wieder das Label offen für sich. Die Fragestellung ist aber, was wollen wir unter Offenheit verstehen? In meinem Workshop will ich das mit Ihnen herausfinden, was ist denn offen? Ist das jetzt frei zugänglich, kostenlos? Oder bedeutet Offenheit, sollte Offenheit für uns mehr bedeuten, besonders wenn wir über KI im Schuleinsatz nachdenken? Meine Frage an Sie, ist das Demokratisierung von KI, dass das jetzt überall prinzipiell alle nutzen können, und ist das gut so?
Ja, also nur weil es jetzt überall verfügbar ist, heißt das ja nicht, dass das gut ist. Diese Frage werden wir sicherlich wesentlich detaillierter heute diskutieren. Gut, jetzt schauen wir mal auf die zweite Frage. Wie wirkt das auf Gesellschaft? Und dafür fangen wir nochmal von vorne an. Wir bauen mal gemeinsam in groben Schritten ein KI-System auf. Dabei bitte ich Sie mal, eine Analogie im Hinterkopf zu behalten, die vielleicht das Ganze etwas greifbarer macht als diese informatischen Zusammenhänge. Brechen wir das Tagungsmotto mal herunter auf Kochen mit Tütensuppen. Warum machen wir das noch selbst, wenn VerfahrenstechnikerInnen es doch besser können? Also warum sollten wir eigentlich noch kochen? Ja, wir können doch in den Laden gehen und verschiedene Produkte kaufen. Warum sollten wir noch kochen? Ja, warum sollten wir noch lernen? Warum sollten wir lehren, wenn es doch so viele Anwendungen zu geben scheint, die uns versprechen, dass das alles leichter geht? Und ausgehend von diesem Beispiel, warum es sich vielleicht noch lohnt, etwas zu wissen über Lebensmittel, warum es sich lohnt zu kochen, warum es lohnt, etwas über Ernährung zu wissen, möchte ich einmal durch diese KI-Anwendungsentwicklung durchgehen. Als erstes müssen wir ernten. Wir brauchen etwas, was wir in den Topf tun können am Ende, womit wir kochen können. Das heißt, wir brauchen Daten, wir müssen Daten sammeln und das sind die Zutaten für KI-Systeme. Das ist allgemein gesprochen Big Data. Big Data meint, dass sie grundsätzlich, so wie es bei ChatGPT passiert ist, das ganze Internet versuchen zu verwenden für ein Large Language Model. Das heißt, alles, was offen zugänglich ist, nicht unbedingt rechtlich einwandfrei verwendbar ist, aber alles, was offen im Netz herumliegt und vielleicht auch noch weitere Unternehmensdaten, die dazu kommen, sind Big Data. Und die füttern wir in ein solches System hinein. Die tun wir in den Topf. Natürlich kommt es dabei, so war das Internet auch schon, bevor wir uns mit KI beschäftigt haben, zu Schieflagen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr die Möglichkeit gehabt, eine Konferenz, eine Bibliothekskonferenz in Dublin zu beschäftigen von der Wikimedia Foundation. Und da ging es darum, die Delegation aus afrikanischen Ländern, aus Ghana, Botswana, Nigeria, die haben gesagt, da wo ihr seid, sind wir noch gar nicht. Wir versuchen gerade, das Wissen unserer Communities zu verschriftlichen, damit überhaupt etwas von unserem Weltwissen im Netz steht. Und dann überlegen wir mal, was wir da für Anwendungen daraus bauen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass das ganze Internet in ChatGPT drin ist, dann wissen wir dabei, dass aus verschiedenen Gründen bestimmte Informationen gar nicht dabei sind und deshalb auch die Antworten irgendwelche blinden Flecken haben werden. Das nennt man allgemein Bias oder Schieflage. Die Forscherin Joy Boulamwini hat dazu geforscht, hat einen schockierenden Film gedreht, Coded Bias heißt der, wo sie nachzeichnet, wie sie herausgefunden hat, dass sie als schwarze Person von Gesichtserkennungstechnologie nicht erkannt wurde, weil in dem Trainingsmaterial dieser Gesichtserkennungs-KIs zu wenig oder gar keine schwarzen Personen drin waren. Und damit sind dann einfach viele Fragen aufgeworfen, die wir vielleicht im Verlauf des heutigen Tages noch ansprechen können. Das Zweite, auch das gab es schon als Diskursbegriff vor dem KI-Hype, in dem wir uns gerade befinden. Susanna Zuboff hat ihn geprägt, Surveillance Capitalism, das heißt die Kapitalisierung von Daten, die wir in unserem Internetverhalten, in unserem Verhalten in der digitalen Welt generieren und die aus profitorientiertem Interesse ausgeschlachtet werden. Teilweise ohne, dass wir es wissen, teilweise in sogenannten Freemium-Modellen, wo sozusagen der Preis ist für das Umsonst-Nutzen des Produktes, dass wir dafür Daten zur Verfügung stellen. Außerdem ist die Urheberrechtslage kompliziert. Vieles von dem, was in diese aktuellen Modelle eingeflossen ist, ist rechtlich nicht unbedingt abgesichert. Es gibt schon Klagen dagegen und es ist auch rechtlich nicht einwandfrei geklärt, ob generierte Bilder aus Midjourney oder Stable Diffusion genutzt werden sollten, auch im OER-Zusammenhang, ob sie unter CC lizenziert werden können, weil es immer sein kann, dass dort Urheberrechtsverletzungen stattgefunden haben im Verlauf des Trainingsprozesses. Also, ich würde mal sagen, Kartoffeln in einen Topf tun ist einfacher. So, jetzt Kartoffeln in den Topf tun. Vorher müssen wir die Daten aufbereiten. Das heißt, die müssen gesäubert werden und auf Konsistenz und Plausibilität geprüft werden. Die nächste Frage, die hier auftaucht, ist, wer macht das? Bei diesen Datenmengen, die ich gerade umrissen habe, ist vielleicht deutlich geworden, dass es eigentlich kaum möglich ist, sich das anzugucken, was man dort hineinfüttert. Wir kennen Berichte von sozialen Netzwerken, wo sozusagen zur Moderation von gefährlichen oder auch herabwürdigenden Inhalten Menschen in sogenannten Content-Farmen dasitzen und sich den ganzen Tag gewaltsame Darstellungen angucken, Texte lesen, die
gewaltverherrlichend sind, die herabwürdigend sind, damit diese Texte nicht in den sozialen Medien auftauchen, wie wir sie sehen. So, Content Moderation gibt es auf den Philippinen, gibt es aber auch im globalen Süden in anderen Ländern. Und das Gleiche wiederholt sich jetzt bei der Arbeit mit den Daten, die wir in KI-Systeme hineinfüttern, dass diese Daten von Menschen im globalen Süden kuratiert werden unter menschenunwürdigen Bedingungen, wie man hier in diesen Quellen sehen kann. Aradau und Bunz sprechen von neokolonialistischen Tendenzen, wo sozusagen das Verhältnis zum globalen Süden, so wie es in der Kolonialzeit war, jetzt im KI-Zusammenhang mehr oder weniger reproduziert wird oder in neuen Formen aufrechterhalten wird. Auch das ist natürlich eine Frage, wo man, wenn man in den Ernährungsbereich geht, sagen kann, okay, wir fragen uns mittlerweile bei Fair Trade, bei biologischen Produkten, auch im Bereich vielleicht von reflektierter Ernährung, wo kommt das eigentlich her? Wurden die Leute fair bezahlt? Diese Fragen sind durchaus angeraten auch zu stellen, wenn es darum geht, wo kommen die Daten her, die in KI-Systeme einfließen. Okay, jetzt brauchen wir Rezepte, um zu kochen. Ja, also was machen wir? Und das Trainieren sozusagen von KI-Systemen oder von Modellen, das haben wir schon besprochen. Jetzt gibt es hier einen Unterschied, den will ich nicht allzu sehr vertiefen, aber Algorithmen sind in der Regel Regeln, die man wiederholen kann, deren Regelhaftigkeit sozusagen auch expliziert werden kann. Viele Trainingsprozesse im KI-Bereich sind aber so, dass sie nicht bei Wiederholung zu gleichen Ergebnissen führen. Das heißt, da ist so eine Unwägbarkeit drin, eine Wahrheit drin, die eben nicht unbedingt es möglich macht, dass alle KI-Systeme erklären können, wie sie zu ihren Ergebnissen gekommen sind. Bei den Abbildungen, die Sie hier sehen, ist es noch relativ einfach. Auf der linken Seite haben wir ein wirklich triviales statistisches Verfahren. Man versucht, also ist dem Bereich des Machine Learnings zuzurechnen, die lineare Regression. Die blauen Füße, die Sie dort sehen, sind historische Daten und man versucht jetzt sozusagen Daten vorherzusagen, die man nicht hat, im Rückgriff auf die historischen Daten. Da unterstellt man, dass es sozusagen ein Verhältnis von X- und Y-Achse gibt und legt so eine Linie durch diese Füße und sagt, der nächste Fuß wird auf jeden Fall da oben sitzen. So, und damit kann man einfache Voraussagen treffen, wie zum Beispiel, wie werden sich Mieten entwickeln, wie werden sich Gehälter entwickeln und so weiter. Das heißt, das ist ein ganz einfaches Beispiel für ein Trainingsverfahren von Maschinen im Bereich maschinellem Lernen. Schwieriger wird es, wenn man im Bereich des Deep Learnings trainiert. Da geht man ähnlich vor wie bei der linearen Regression. Man nimmt erstmal 80% der Daten, trainiert damit ein KI-System. Das heißt, man bringt ihnen bei, denken Sie nochmal an diese vertikalen Schichten, die muss man einstellen, wie so Drehregler kann man sich das vorstellen, dass die am Ende, nachdem man so ein bisschen experimentiert hat, mehr oder weniger systematisch, ein bisschen Trial and Error, am Ende den Hund rausgeben und nicht die Katze, wenn man einen Hund reingesteckt hat. So, und dieses Training findet mit 80% der Daten statt. 20% der Daten behält man sich zurück. Man weiß bei den 20% die Ergebnisse. Man kennt das, was diese Daten ausgeben sollten. Und wenn das Modell fertig trainiert ist, steckt man die 20% rein und überprüft das, was rauskommt, mit dem, was man von diesen 20% schon weiß. Das ist der übliche Trainingsprozess. Wenn Sie das jetzt mal als einen Kochvorgang sehen, dann würden Sie denken, okay, erstmal essen Sie beim Kochen selber. Sie probieren, kann man das überhaupt auftischen. Dann bitten Sie vielleicht den erlauchten Kreis der Familie vertrauensvoll an den Tisch und sagen, ich habe was gekocht, wollt ihr mal probieren? Dann essen Sie das, geben Feedback. Dann denken Sie sich, okay, das war lecker, das fanden alle gut, da laden wir doch mal Gäste ein am nächsten Samstag und dann essen wir das gemeinsam. Das heißt, es gibt Iterationen, womit man sozusagen Rezepte in anderen kulturellen Zusammenhängen Menschen zur Verfügung stellt. Das sehen wir nicht unbedingt bei KI-Systemen, die, wie Sie sich erinnern können, ohne großes Testen im Browser auf die Leute losgelassen wurden. Das heißt, da wurde nicht viel Aufwand darauf getrieben, wie rassistisch ist die KI, wo hat sie eine Schieflage, ist sie möglicherweise religionsfeindlich in irgendeiner Hinsicht, sondern wir haben Prozesse, die relativ unreguliert und noch gar nicht unbedingt etabliert sind in der Prüfung, wenn solche Systeme ausgespielt werden. Da braucht es sicherlich Regularien und ich verweise auf die Executive Order von vergangenen Montag, die Präsident Biden und Kamala Harris rausgebracht haben. Sehr lesenswertes Dokument, weil es nach dem Europäischen KI Act versucht, als zweite große Instanz in der Welt KI zu regulieren.
Das ist halt ganz neu und ich finde es sehr verständlich aufbereitet. Es sind jetzt noch keine Quellen hier drin. Sie werden das im Netz finden. Da sind erste Regulierungsansätze zu finden, bevor sozusagen demnächst Gerichte aufgetischt werden. Ich habe einen BNE-Aspekt, also Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist der Bereich Hardware. Das Ganze, was ich beschrieben habe, funktioniert nicht ohne Hardware. Und da sind es die Grafikkarten, die eigentlich bisher eigentlich gedacht waren für Computerspiele, dann benutzt wurden für Kryptowährungen und jetzt nochmal ganz neu boomen. Zusätzlich, weil der Krypto-Boom ist ja nicht vorbei, es wird bloß nicht so unbedingt beobachtet, für das Erstellen von KI-Systemen. Das liegt daran, weil die Art, wie diese Grafikkarten Berechnungen durchführen, dem Berechnen von Bildern in Computerspielen sehr ähnlich ist und deshalb eine extreme Beschleunigung von vielen Grafikkarten im Erstellen von KI-Modellen möglich ist. Das ist knapp, ein knappes Gut, Grafikkarten. Wenn Sie heute welche kaufen wollen, sind die teuer. Und wenn Sie davon 100.000 brauchen, um sozusagen den großen Rechenzentren von Microsoft oder Amazon oder Google etwas entgegenzusetzen, dann müssen Sie lange warten, bis Sie das bekommen. Das heißt, es ist, so wie es sich Rishi Sunak vorgestellt hat in Großbritannien, eine KI-Nation zu werden, nicht wirklich möglich. Weil er kann eigentlich nichts weiter als dazu kaufen und mieten von den Anbietern und Anbieterinnen, die das schon haben. Geopolitisch brisant ist das Grafikkartenthema deshalb, weil die Chips, die dafür produziert werden, kommen hauptsächlich aus Taiwan, werden von Samsung und von TSMC in Taiwan produziert. Und wenn Sie die Tagespresse verfolgen, dann werden Sie sehen, dass Taiwan täglich bedroht ist von China und es also geopolitisch eine extrem brisante Lage ist. Und von der Produktion dieser Chips hängt alles, was wir uns so vorstellen in der KI-Entwicklung, weitestgehend auch ab. Ohne Chips keine Grafikkarten, ohne Grafikkarten nur langsame KI. Und der Quantencomputer ist auch noch nicht um die Ecke. So, ein BNE-Aspekt. Der zweite BNE-Aspekt, müsste man sagen, ist der Wasserverbrauch. Es gibt dazu noch nicht viel Forschung. Auch seit letztem September habe ich nichts Neues gefunden. Es gab einen ersten Bericht auf Heise, der verlinkt auf den Artikel von Lee und einigen anderen Forschenden, auch nur im Preprint gerade zur Verfügung. Da steht drin, dass der Wasserverbrauch von Microsoft um 34% gestiegen ist und von Google um 20%. Das bedeutet, diese Rechenzentren stehen in Bereichen der Welt, wo es bisher noch möglich war, mit der Außentemperatur zu kühlen. Durch den Klimawandel steigt die Temperatur jetzt aber, sodass mehr Kühlwasser nötig ist, um diese Rechner zu kühlen. Und der Wasserverbrauch durch unseren Gebrauch von KI extrem in die Höhe zu gehen scheint. So, das deutet darauf hin. Das heißt, wir müssen, wenn wir KI wollen, müssen wir uns da überlegen, wie kriegen wir sparsamere KI hin, die genauso leistungsfähig ist. Oder können wir das überhaupt verantworten, bei diesem Wasserverbrauch KI überhaupt zu benutzen? Ich finde, es eine interessante Frage, die ein Dilemma aufwirft. Zweiter Aspekt, Emissionen. Auch hier gibt es noch wenig Forschungen, aber das Trainieren eines großen Transformer-Modells wird verglichen mit dem CO2-Ausstoß von Autos. Das ist relativ stark und da jetzt einfach der Grafikkarteneinkauf zunimmt, darf man annehmen, dass viele Leute viel KI trainieren. Das heißt, also auch hier geht der CO2-Ausstoß in die Höhe, wenn man sich nicht gleichzeitig um erneuerbare Energien einen Kopf macht. Denn wenn man vergleicht eine KI-Trainingsstunde in Indien, wo Kohlekraftwerke sehr populär sind gerade wieder, hat eine andere Auswirkung auf die Welt als in Kanada, wo man mit Wasserkraft möglicherweise Energie erzeugt. Das heißt, auch hier eine interessante Frage, wo werden KI-Modelle trainiert? Und Kühl hat einen guten journalistischen Artikel geschrieben, der eben dieses Dilemma, ist es jetzt eigentlich gut, KI zu haben? Hilft sie uns, Klimadaten besser zu verstehen? Oder gleichzeitig macht KI uns Probleme, was den Klimawandel anbelangt, weil sie so viel Wasser verbraucht, CO2 ausstößt und seltene Erden verbraucht, was ich jetzt hier gar nicht angesprochen habe. Und Kühl finde ich, hat einen guten Begriff zur Hand, Machine Learning Literacy. Das heißt, die Entscheidungskompetenz zu haben, wann es wirklich sinnvoll ist, KI einzusetzen, gerade in Schule, im Bildungszusammenhang. Im Moment machen wir das alle, weil es sozusagen das neue Produkt ist, mit dem wir umgehen können. Aber möglicherweise braucht es irgendwann den Punkt, wo man sagt, nee, das machen wir jetzt nicht mit KI, weil. Und als klimaneutrale Schule muss man sich jetzt auch vielleicht fragen, wenn man das jetzt weiß, kann man jetzt eigentlich ChatGPT benutzen, nachdem man jetzt den Müll trennt und in der Mensa
irgendwie kein Fleisch mehr anbietet, kann man jetzt mit ChatGPT anfangen? Ist man da noch eine klimaneutrale Schule? Wie kommt man aus dem Dilemma raus? Gut, KI nutzen will ich gar nicht so breit machen, sondern will eigentlich nur ein paar Hinweise geben, wo Sie sich inspirieren lassen können, wo Sie auch die Geschwindigkeit ermessen können, mit denen es voranschreitet. Zwei Seiten, die auch immer wieder empfohlen werden und von denen Sie annehmen dürfen, dass Sie auch Ihre Schülerinnen und Schüler oder Studentinnen und Studenten kennen. Futurepedia.io ist so ein Hub, wo lauter neue Anwendungen in die Welt kommen, die Leute einfach bauen. Und dabei wird deutlich, dass Leute einfach bauen bedeutet, es ist gar nicht unbedingt mehr das Geschäft von großen Firmen, Startups und Konzernen, sondern viele Menschen, die gar nicht so groß firmieren, können mittlerweile auch KI-Anwendungen bauen. Auch hier die Frage, wohin führt das? Dann gibt es noch eine Liste von generativen KI-Anwendungen, die Sie auch unter diesem Link finden. Also, es gibt für viele Probleme mittlerweile Angebote, wo versprochen wird, dass KI das lösen kann. In den Workshops werden Sie davon auch einige ausprobieren. Und die Frage ist natürlich, welche Abhängigkeiten kreiert das? Welche weiteren Probleme wirft das auf? Denn ich würde immer sagen, KIs sind soziotechnische Systeme. Das heißt, es sind keine Technologien, die irgendwelche Probleme lösen, sondern die immer im Kontext von sozialen Gefügen, klein wie groß, einzuschätzen sind. Und da sind es gerade die spannenden Fragen, die auf der Sozio-Seite liegen, die wir verhandeln müssen, damit wir nicht in die gleiche Falle tappen wie mit dem Internet, auf das wir vielleicht nicht so gut aufgepasst haben. Gut, noch ein, man würde sagen, ein Tipp sozusagen für einen coolen Ort. Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass GitHub in den letzten Jahren ein Ort geworden ist, wo Software gemeinsam gebaut wird, getauscht wird. Wer Informatik hier als Fach hat, der kennt das wahrscheinlich. Den anderen sei gesagt, GitHub ist ein Platz, wo Software getauscht wird, gebaut wird, viel von der Infrastruktur, die wir benutzen, in einer enormen Geschwindigkeit gebaut wird. Und ein ähnlicher Ort, den ich genauso wertvoll einschätzen würde, ist die Seite Hugging Face. Sie sehen ganz links oben bei Spaces dieses Emoji, was sozusagen das Icon oder das Logo geworden ist von The Hugging Face. Es ist der Name dieses Emojis. Es ist der Ort, wo versucht wird, Daten, Modelle und Anwendungen im Bereich KI offen zur Verfügung zu stellen, weil der Gedanke dieser Plattform ist, dass offene Zugänge und freie Nutzbarkeit von KI-bezogenen Einheiten, also Daten, Modelle und so weiter, sein müssen. Denn ansonsten könnte es sein, dass wenige Player sozusagen dieses Geschäft übernehmen. Und das wäre sozusagen nicht das, was wir als Gesellschaft wollen können. So, deshalb bitte ich Sie, auf Hugging Face mal zu gucken. Es gibt dort sehr versteckt eine Lernabteilung, die müssen Sie wirklich suchen unter irgendwelchen Untermenüs, steht Learn. Und da können Sie einen Eindruck davon bekommen, was die Lernkurve ist für Sie, für Ihre Schülerinnen und Schüler, aber vielleicht auch daraus ergründen, warum sozusagen die KI-Entwicklung so schnell geht, weil in diesem offenen Bereich relativ viel Schulungsmaterial, Bildungsmaterial zur Verfügung gestellt wird, damit viele Menschen in die Lage versetzt werden, dieses zu benutzen, dieses daran mitzumachen und sozusagen mitzugestalten. Und wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, ob das gut ist oder schlecht. Das will ich hier auch nicht vorwegnehmen. Das möchte ich gerne, dass wir das vielleicht im Laufe des Tages besprechen. Ist das eigentlich gut, wenn alle das können? Bei Kochen würde ich sagen, super, alle kochen könnten, wäre doch großartig. Ist das bei KI das Gleiche? Müssen alle KI-Anwendungen bauen können? Und zu welchen Ausprägungen führt das? Naja, kommen wir zum Schluss. Es gibt zwei Begriffe, die sozusagen andeuten, um welche Kompetenzen es im Moment gehen könnte. Das eine ist das Prompting und das andere ist das Feintuning. Diese beiden Begriffe will ich kurz beleuchten. Prompting, haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört, ist sozusagen die sprachliche Formulierung eines Auftrags, einer Anweisung an ein KI-System. Hier habe ich gesagt zu Stable Diffusion, a school corridor at night, nighttime, after hours, moonlight, color. Heraus kam das, hatte ich mir nicht so vorgestellt, habe ich so gelassen, weil ich mir dachte, super Beispiel für, da muss man noch mal ran. Das heißt, Prompting will gelernt sein und damit bin ich dann auch beim Punkt, der vielleicht den Bildungszusammenhang entspricht oder anspricht. Hier geht es um Sprachkompetenz, um Fremdsprachkompetenz. Und
Es geht darum, formulieren zu können, was die Maschine machen soll, in einer Sprache, die die Maschine versteht. Das ist immer noch das Ding. Wir reden mit Maschinen irgendwie über Interfaces. Und jetzt ist es schon so, dass wir relativ natürlich sprachlich mit diesen Maschinen reden können, aber weitestgehend auf Englisch. Es gibt Übersichten, die zeigen, wie wenig sprachliches Trainingsmaterial es für Sprachen gibt, die nicht so verbreitet sind. Spricht Englisch auch nur 10% der Weltbevölkerung, aber es gibt eben andere Sprachen, die sind nicht so präsent im Trainingsmaterial und auch da sind Schieflagen zu identifizieren. Das heißt, Schülerinnen und Schüler können vor das Problem gestellt sein, aus diesen Maschinen nicht das rauszubekommen, was sie sich gerade imaginieren, weil sie nicht die Worte haben, das der Maschine zu sagen. Da sind wir also gefordert, vielleicht was zu machen. Es gibt verschiedene Kurse, Learn Prompting, Awesome ChatGPT Prompts, listenweise auf GitHub auch gelungene Formulierungen, die man ChatGPT für bestimmte Zwecke geben kann. Prompts werden gehandelt mittlerweile, nicht die Bilder werden gehandelt, sondern der Text wird gehandelt, mit dem man ein Bild hat erzeugen können, weil man den abwandeln kann und ja, Leute profilieren sich damit. Und DALL-E 3, also die neueste Version von der Bildgenerierungs-KI DALL-E, verspricht nun, und da deutet vieles darauf hin, dass es da in der Tat eine Entwicklung gibt, verspricht nun, dass man noch natürlich sprachlicher mit einer KI reden kann, denn die haben bei OpenAI, der Firma, die hinter ChatGPT und DALL-E steht, haben ChatGPT und DALL-E miteinander verbunden. Das heißt, die sprachliche Qualität, die wir von ChatGPT kennen, geht nun direkt an DALL-E 3 und erzeugt Bilder, die wesentlich detaillierter und feiner konstruiert sind, als wir das noch vorher hatten. Das heißt, einige Stimmen sagen schon, Prompting ist auf dem Rückweg, es braucht keinen Prompt-Engineer mehr, weil die Entwicklung eigentlich darauf hindeutet, dass man da keine Fertigkeiten mehr erwerben muss. Man wird sehen. So, also so kann man es schon teilweise lesen. Und das Letzte, was ich hier nur kurz anreißen möchte, weil es dann doch relativ technisch in die Tiefe geht, und das ist gar nicht mein Punkt, hier technisch zu werden, sondern eigentlich das demokratische Potenzial in Frage zu stellen, was hier steht. Das sogenannte Feintuning bedeutet, wenn Sie nochmal an diese vertikalen Schichten denken, von einem neuronalen Netz, ein solches sehr teuer und aufwendig trainiertes sogenanntes Basismodell zu nehmen. Die gibt es mittlerweile im Internet. OpenAI stellt seine nicht zur Verfügung, aber es gibt Nachbauten. Meta, der Konzern über Facebook und Instagram, hat ein Modell zur Verfügung gestellt, was ähnlich groß und leistungsfähig ist wie das hinter ChatGPT. Das sind Foundation Models oder Basismodelle. Das heißt, man kriegt dort den ganzen Kram, den die gemacht haben, zur Verfügung gestellt und darf jetzt damit selber was machen. Und das Feintuning bedeutet, eine oder mehrere dieser Schichten in diesen Basismodellen auszutauschen durch eigenes spezielles Domänenwissen. Das heißt, Sie können beispielsweise ChatGPT erweitern im Bereich der, von Anwälten oder im Bereich von Jura und entsprechenden Zusammenhängen und können damit mit wesentlich weniger Energieaufwand eine solche Maschine trainieren. Und das hat großes Potenzial. Sie können das selber machen. Auf Hugging Face gibt es Tutorials dafür. Und was dabei herauskommt, führt zu extremen Fortschritten in beiden Seiten. Man kann damit tolle spezielle Anwendungen machen. Wir beobachten aber auch neue Herausforderungen für den Jugendschutz, denn es entstehen neuerdings auf der Basis von solchen feintrainierten Basismodellen generative KIs, die beispielsweise Bilder, die im Bereich des Sextings entstanden sind, also Menschen schicken sich freizügige Bilder, vermeintlich in privaten Zusammenhängen. Auf Basis dieser Bilder werden neue Bilder trainiert mit der Person da drauf. Diese Fotos sind aber nie entstanden. Und diese Bilder werden dieser Identität, dieser Person wiederum zugeschrieben, sodass neue Dimensionen sozusagen für Medienbildung und Jugendschutz durch dieses Feintuning entstehen, mit dem wir uns alle beschäftigen müssen, weil das ins Netz stellen von Selfies war vielleicht noch nie eine gute Idee. Jetzt ist es gar keine gute Idee mehr, wenn man das weiß sozusagen. Na gut, also nur um hier so ein bisschen aufzustellen, Feintuning, gute Sache. Großes demokratisches Potenzial für die Technik, auf der anderen Seite viele neue Probleme. Ich komme zum Schluss. Warum noch lernen, warum noch lehren? Erst die Frage, warum noch lernen? Ich bin ein großer Fan von Tara Westovers Buch Befreit. Auf Englisch heißt es Educated. Das ist die Geschichte einer jungen Frau, die in einer sektenartigen Familie aufgewachsen ist, der Bildung verweigert wurde durch ihre Familie, weil da nicht dran geglaubt wurde und die sich das selber beigebracht hat und mittlerweile in Cambridge studiert und einen tollen Lebensweg gemacht hat. Und sie sagt eine Sache,
die finde ich ein bisschen, also sie könnte ein Leitbild sein für unsere Arbeit. Es deutet nämlich auf eine Tugend hin, die sie formuliert. Sie sagt, rückblickend erkenne ich, dass das meine Bildung war, diejenige, die wichtig war. Die Stunden, die ich an einem geliehenen Schreibtisch saß und mühevoll schmale Stränge mormonischer Lehre in Nachahmung meines Bruders analysierte, der mich verlassen hatte. Jetzt kommt's. Die Fertigkeit, die ich mir aneignete, war wesentlich. Die Geduld, Dinge zu lesen, die ich noch nicht verstand. Und vielleicht ist das der Gegenpol zu dem, wozu wir neigen. KI macht es uns viel einfacher, schnell Dinge zu erreichen, schnell fertig zu werden, schnell Dinge zu tun, die wir eigentlich noch gar nicht können. Und vielleicht liegt der Reiz in der Lernentwicklung darin, die Dinge nicht so schnell zu können, sondern wie bisher auch mühsam dafür zu arbeiten. Eine alte Frage, die schon mit Herakles angefangen hat. Die zweite Sache, die ich noch mitgeben möchte, ist diese hier von zwei Lehrenden oder Pädagogen aus Amerika, die ich sehr mag. Sie haben das Buch geschrieben, An Urgency of Teachers. Sie sagen, in a political climate increasingly defined by its obstinacy, lack of criticality and deflection of fact and care, in a society still divided across lines of race, nationality, religion, gender, sexuality, income, ability and privilege, in a digital culture shaped by algorithms that neither know nor accurately portray truth, teaching has an important and urgent role to play. Und damit möchte ich schließen und freue mich auf das Gespräch und den Austausch mit Ihnen heute in meinem Workshop oder im Laufe des Tages. Vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und falls Sie sich gewundert haben, warum nicht nur ein Mikrofon in der Hand bei Axel Dürkopp, sondern auch hier vorne noch mit stand und da ist auch noch ein Mikrofon. Der Vortrag wurde aufgezeichnet und das Ganze könnte vielleicht irgendwann mal beim NLQ-Podcast Schule macht Medien auch nachgehört werden. Vielleicht erfahren wir dann auch wann. Und das in Kürze. Wenige Tage. In wenigen Tagen schon. Traumhaft. Also falls Sie das auch irgendwie nochmal weitergeben wollen, die Informationen in Ihren Schulen, kommt bald. So, wir haben hier was sehr Schönes, was fliegen kann. Eine Catchbox. Und wenn Sie noch weitere offene Fragen haben oder eine kurze Rückmeldung, dann gäbe es jetzt die Möglichkeit, aus Ihrem kleinen Mini-Grüppchen die Hand zu heben. Und Ecki Brüggemann kommt dann kurz um die Ecke. Für alle anderen, die sich jetzt gerade nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt was loswerden müssen, gibt es natürlich immer noch diesen Themenspeicher oder den Fragenspeicher, wo sie auch noch Fragen loswerden können. Aber ist da gerade was auf Ihrem Herzen? Möchten Sie was loswerden? Dann bitte jetzt. Frank? Frage an Herrn Dürkopp. Sie haben gesagt oder gerade gezeigt, dass im Umgang mit den Prompts ja die Fremdsprachkenntnisse im Englischen vor allem ganz wichtig sein werden. Das wäre jetzt ein Argument für den Englischunterricht, der dadurch relevanter wird. Jetzt sind aber gleichzeitig ja auch Algorithmen schon da, die Sprache sehr, sehr kompetent übersetzen können. Also es gibt, ich habe das selber probiert, so ein Tool, wo man ein Video aufnimmt von sich selber. Gut, es dauert mittlerweile noch Tage, bis das generiert ist, aber es ist nachher erstaunlich gut. Kann es nicht sein, dass das quasi sich dann gegenseitig aufhebt? Also dass wir sowieso dann mit AIs arbeiten, wo Fremdsprachkenntnisse tatsächlich weniger wichtig werden? Das kann gut sein. Deshalb, also was mit diesem Prompting wird, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, dass das die Hauptkompetenz ist, anders als mit Doppelklicks und so weiter mit Maschinen zu reden. Was auch immer dabei rauskommt. Ich weiß aber nicht, fragen Sie das, weil Sie selber Fremdsprachenlehrer sind? Also die Frage, finde ich, die sich daraus ergibt, ist das jetzt gut oder schlecht, wenn das auch sozusagen so ein Bubblefish ist? Wenn ich gar nicht mehr das machen muss, sozusagen mich hineinzuversetzen in ein mentales Modell einer anderen Grammatik und auch diese anstrengenden Phasen des Auswendiglernens von Vokabeln durchlaufe. Also wir hatten gestern auch in der Vorbereitung dieses Tages die Diskussion schon, was macht das sozusagen über Generationen hinweg mit dem Kopf, mit der Ausbildung von Gehirn? Das ist eine sehr spannende Frage, die Sie da aufwerfen und die man vielleicht heute auch nochmal besprechen kann. Erstmal scheint es eine super Erleichterung zu sein. Also jeder und jede kann jetzt plötzlich
sehr inklusiv an Dingen teilnehmen. Aber ob das sozusagen das Ziel des Ganzen sein kann, wenn wir über Bildungsaspekte, wenn wir über eine Vorstellung von Menschsein reden, von Ausnutzung unserer wirklich sehr besonderen Möglichkeiten, dann würde ich sagen, ist es nicht so eindeutig zu machen. Vielleicht so. Gibt es noch Fragen? Ich hatte in der Zwischenzeit noch mal fast verstanden, dass es so eine Art Fremdsprache ist, das Prompting zu lernen. Also man kann das beobachten, es gibt so einige Hinweise auf, wie Prompts formuliert werden können, mit unzähligen Klammern, die drum gemacht werden. Auch das ist viel Trial and Error, damit Sachen ausgeschlossen sind, weil Negative Prompts immer ein Problem waren bisher, also dass etwas nicht passieren soll. Und um das deutlich zu machen, das heißt, die Kunst bestand dann doch wieder eher in syntaktischen Finessen als in einer Wortgewandtheit, die man eingeben musste. Aber das ist, glaube ich, wirklich im Moment eine Momentaufnahme. Wenn wir uns nächstes Jahr hier treffen würden, wären wir da schon weiter. Deshalb würde ich da nicht so viel drauf geben aufs Prompt. Eine weitere Frage, Erkenntnis. Hier kann noch was hingeflogen kommen. Einfach ich habe Schatz. Jetzt eine einfache technische Frage zu dem Database von Microsoft, ob die Inhalte von Word-Dokumenten, und zwar von allen Word-Dokumenten, auch von dem da in die Big Data einfließen. Muss man jetzt sehr vorsichtig sein und kein Konzernbashing betreiben. Ich würde so darauf antworten, dass Sie die Einverständniserklärung, was mit Ihren Daten, wenn Sie Produkte von diesen Anbietenden nutzen, was mit denen passiert, sehr genau studieren. In der Tat handelt es sich dabei um sogenannte Cloud-Lösungen. Es gibt einen lustigen Aufkleber, der heißt, there is no cloud, it's just other people's computers. So ist es. Also es sind Computer, die anderen gehören, die sie mitbenutzen dürfen, auf einer vertraglichen Basis für Geld oder ohne Geld. Und die gleiche Frage kann man auch stellen für Google Mail, wo Google sich auch immer vorbehalten hat, Mails analytischen Verfahren zu unterwerfen, die sie dort haben auf diesem Mail-Server. So, das heißt, ich will sie nicht eindeutig beantworten, weil ich es nicht kann, ich weiß nicht, was passiert. Ich rate Ihnen allen nur, gerade in diesem Hype, wo sozusagen Trainingsdaten das Ding sind, mit dem diese Anwendungen vorangehen und man auch Wettbewerbsvorteile erzielen kann, weil sie persönlicher sind, weil sie präziser sind, genauer zu gucken, was mit ihren Daten passiert, die sie in sogenannten Cloud-Lösungen hinterlassen. Ich bin skeptisch. Misstrauen. Bitte? Im Zweifel misstrauen. Das hast du jetzt gesagt, aber das war auch mein Subtext. Ja, also es ist vielleicht möglicherweise, ist viel, also ich weiß von Ecker zum Beispiel hier oder von anderen Kolleginnen und Kollegen vom NRQ, dass sie sehr gut beraten können, was einfach lokale Infrastrukturen anbelangt, wo Daten nicht das Haus verlassen, wo man viel sicherer sein kann, dass Dokumente, die vertraulich sind oder Schülerinnen und Schülern gehören, einfach wesentlich besser im Hause bleiben. Es gibt ja auch zum Beispiel die Sprachkorrektur. Ich kann ja auch lauter sagen, Sprachkorrektur ist ja auch eine schwache KI in der Anwendung. Ja. Die schwache KI über Microsoft-App Word muss ständig Rückkopplung halten mit dem zentralen System, mit Sprachkorrektur automatisch erfolgt. Und sobald es muss nicht auf Cloud gespeichert werden, bei automatischem Speichern, sondern Erstellung des Word-Dokuments, wird Rückkopplung über App mit dem zentralen Stadtfinden, wo die Daten abgespeichert werden können. Und da wollte ich fragen, ob die auch Daten da drinnen bleiben. Muss ich mir genau angucken, das weiß ich nicht. Ich verwende keine Microsoft-Produkte. Okay, wir haben noch eine Frage, dann müssen wir wirklich, da hinten auch noch. Machen wir zwei kurze Fragen, die wir dann zusammen beantworten bekommen, bevor es losgeht. Also das ist, glaube ich, keine Frage, sondern eher eine Anmerkung zu Ihnen, sondern ist das nicht... Das betrifft ja nicht nur Microsoft, sondern das betrifft ja auch WhatsApp, Stichwort Meta. Sie haben gerade vorgestellt, dass Meta ja auch so eine Big Data hat, die sie zur Verfügung stellt. Also alles, was wir in WhatsApp beispielsweise einstellen oder andere Mediendienste nutzen, geht ja genau in die gleiche Richtung, wo wir, glaube ich, einfach unsere Schülerinnen und Schüler dafür sensibilisieren müssen, was damit eigentlich auch gerade in Zeiten der KI passieren kann. Also es war nur eine Anmerkung. Nicht ich wollte zustimmen. Danke. Dann eine letzte Frage noch, ganz nach hinten. Du kannst auch werfen. Super. Ja, meine Frage geht in die Richtung, also ich besuche jetzt seit Anfang des Schuljahres, glaube ich, die dritte Veranstaltung zu KI in irgendwelchen anderen Kontexten immer. Das spricht ja für die Veranstaltung, ich habe immer auch was Neues mitgenommen. Aber Sie haben es ja auch betont,
wie schnell die Entwicklung in den Bereichen läuft. Und meine Frage geht auch in Richtung NLQ vielleicht, aber vielleicht auch Ihre Einschätzung würde mich interessieren. Macht es nicht Sinn, gerade für den Bildungsbereich, wo natürlich auch einige Nerds unterwegs sind, die sich informieren auf entsprechenden Plattformen, X oder sonst wo, nicht eine zentrale Plattform des Landes bereitzustellen, die Frage ist natürlich, wer pflegt die, aber die muss ich mir nicht stellen, wo diese Stellenentwicklungen zumindest dokumentiert sind, damit Lehrerinnen und Lehrer sich jederzeit schnell informieren können. Ich glaube, es gibt im schulischen Bereich durchaus auch Menschen, die ein Eigeninteresse daran haben, aber es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen, für die wäre das eine große Hilfe. Also kannst du kurz aus seiner Perspektive antworten, nehmen wir aber auch nochmal mit in den Nachmittag, in die Fishbowl, da gibt es schon Punkte, an denen gearbeitet wird auf alle Fälle, aber sag mal deine Einschätzung. Also ich habe gar nichts gegen diese Plattform, wobei ich auch aus der Vergangenheit weiß, dass die Plattformen auch unterschiedlich stark genutzt werden. Es gibt Menschen, die mögen Plattformen, es gibt Menschen, die finden sich da nicht zurecht, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Meiner Erfahrung nach sind Zusammentreffen von Menschen mit Maschinen, so wie wir das hier machen oder vielleicht im kleineren Kreis, bei Workshops oder bei kollegialen Nachmittagen in institutionellen Zusammenhängen, auch sehr hilfreich, um sich in kürzester Zeit auf eine andere Art und Weise abzudaten. Ein Beispiel könnte sein, wir hatten so eine Einrichtung vor der Pandemie an der TU, das hieß Hackerspace. Das war ein Nachmittag, wo wir zusammengekommen sind und unsere Arbeit gemacht haben, wie immer. Aber eigentlich haben wir uns immer ein Experiment vorgenommen. Wir wollten gemeinsam etwas ausprobieren. Und da gingen so viele Informationen über den Tisch. Kennst du das, lass mal so machen. Und jetzt bräuchte ich kurz nochmal euch beide, damit ihr das und das macht und so weiter. Das schien mir ein sehr gutes integratives Format zu sein, weil es sozusagen diese Hürde senkt, warum Leute nicht in Plattformen reingehen. So, ne? Müssen dann reinkommen, dann macht mal ein bisschen Gebäck auf den Tisch und Kaffee und dann hat man eine einladende Atmosphäre und Spaß mit Technik. Das ist meine Erfahrung zu Plattformen. So, ja. Super, herzlichen Dank und das ist auch eine wunderschöne Überleitung in die Workshop-Phase. Die Workshop-Phase werden wir nicht mehr mitnehmen. Vielen Dank, Lenia Rinsberg, für die Moderation. Noch einmal ganz herzlichen Dank an Axel Dürkop für den interessanten Vortrag und die Bereitschaft, dass wir den Mitschnitt hier auch veröffentlichen dürfen im Podcast. Noch einmal der Hinweis, die Folien finden sich in den Shownotes und wir freuen uns auf die nächste Episode von Schule macht Medien. Bis dahin, tschüss, alles Gute.